Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Sozi-Traffic geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Sozi-Traffic ist ein WordPress-Plugin, mit dem man Kampagnen erstellen kann, um sie in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Google Plus oder Xing zu teilen. Ziel ist es, mehr Besucher zu generieren für die eigene Webseite, für einen Online-Shop oder für ein Partnerprogramm oder Produkt. Andreas Stanke ist Ersteller und Entwickler von Sozi-Traffic. Sein Kerngebiet ist Marketing im Internet. Andere Projekte von ihm sind Webinarix, eine Plattform für Webinare, und Sozi-Spot, eine Software für Facebook-Marketing. Seine Ambition ist es, stets neue Software zu entwickeln, die der Markt gerade braucht, mit der innovativen Lösungsansätzen. Das Stichwort hier lautet Content Curation. Die 1:1 Übersetzung würde kuratieren von Inhalten lauten und gemeint ist damit, dass Inhalte zusammengesucht und getragen werden. In der Praxis sieht es so aus: Wenn ich zum Beispiel ein Getränk verkaufen und vermarkten möchte, dann beziehe ich mich in meiner Kampagne nicht nur auf das Getränk. Es werden verwandte Thematiken eingebunden, wie zum Beispiel Cocktailrezepte mit dem Getränk oder Serviervorschläge und so weiter. So baut man sich einen ganzen Themenkomplex auf. Die Inhalte dabei müssen nicht immer aus eigener Feder stammen. Bei Content Curation geht es eben darum, auch den Content, also Inhalt, von anderen Webseiten aufzuspüren und ihn positiv für sich zu nutzen. Das können Blogartikel, Rezepte, Zeitungsartikel oder Erfahrungsberichte sein. Was bringt Content Curation also? Letztlich eine größere Reichweite, denn es werden mehr Leute angesprochen. Man beschränkt sich nicht nur auf eine Sache, man weitet sie aus und damit bekommt man auch mehr Leute ins Boot. Höhere Reichweite bedeutet mehr Traffic, mehr Interessenten und im besten Fall auch mehr Kaufkraft, also Umsatz. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass es sich nicht nur um irgendeinen Traffic handelt, denn es ist targetierter Traffic, also zielgerichteter Traffic. Die Leute kommen nicht nur zufällig auf die Seite oder das Produkt, sie werden darauf stoßen, weil sie etwas Ähnliches gesucht haben bei Facebook oder bei Google. Wie bereits gesagt, handelt es sich bei Sozi-Traffic um ein Plugin für WordPress, also bringt es nur was, wenn man auch WordPress nutzt. WordPress ist eine Websoftware, mit der man Webseiten, Blogs oder Online-Shops erstellen kann. Da es sich um eine freie Software handelt, sollte es kein Problem sein, sich diese runterzuladen. Kostenlos. Hauptfunktion bei Sozi-Traffic ist das Erstellen von Kampagnen, wo auch eben Content Curation ins Spiel kommt. Eine Kampagne zu erstellen geht mit Hilfe von Sozi-Traffic in wenigen Minuten. Im Prinzip braucht man nur die URL des Inhalts, den man teilen möchte, und die URL, zu der Besucher geschickt werden sollen. Es könnte dann ein Online-Shop sein, der eigene Blog, eine Landingpage für ein Produkt oder die Seite eines Partners. Im letzten Schritt wird die Kampagne veröffentlicht in den sozialen Netzwerken wie Facebook. Besonderheit bei Sozi-Traffic ist, dass man unbegrenzt viele Kampagnen erstellen kann und man alte Kampagnen immer mal wieder publizieren kann. In der Regel sollte die Erstellung nicht mehr als 2 Minuten beanspruchen. Neben den Kampagnen bietet Sozi-Traffic noch mehr. Darunter zum Beispiel diverse Analysefunktionen für Besucher und Klicks beispielsweise. Solche Analysen können einem zukünftigen Prozess weiterhelfen, da man sie positiv für die Optimierung von Kampagnen nutzen kann. Eine weitere Funktion ist das Social Sharing Feature, welches einem erlaubt, direkt aus dem Plugin heraus Sozi-Traffic-Links auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+ und Xing zu teilen. Außerdem kann man noch diverse Pop-up-Einblendungen erstellen. Einerseits kann man Pop-ups einblenden lassen, sobald der Besucher die Zielseite verlassen möchte. Da kann man dann individuelle Texte einfügen, um den Besucher irgendwie zu ermutigen, zu bleiben und zu kaufen. Man kann Pop-ups auch zeitlich verzögert erscheinen lassen, zum Beispiel 5 oder 10 Sekunden, nachdem die Seite geöffnet wurde. Dabei kann man eine komplette URL als Pop-up-Banner kreieren. Anstelle der Pop-ups kann man auch Warnmeldungen einführen. Auch diese versieht man mit einem eigenen Text, wenn der Besucher zustimmt. Kann dieser zum Beispiel auf die Zielseite geleitet werden. Mit Sozi-Traffic kommen auch weitere Bonusinhalte wie Bannervorlagen, lizenzfreie Bilder, lizenzfreie Marketingvorlagen, lizenzfreie Office-Vorlagen, lizenzfreie Lights-Vorlagen und 12 Call-to-Action-Buttons. Sowas wie zum Sonderangebot oder jetzt kaufen. Sozi-Traffic gibt es in 2 Varianten, Single und Unlimited. Single bedeutet, man bekommt eine Einzellizenz und man kann Sozi-Traffic nur auf eine eigene Seite installieren. Bei Unlimited bekommt man unbegrenzt viele Installationen. Single kostet regulär 54 Euro und Unlimited 67 Euro. Vertrieben wird das Plugin über den Digistore 24. Dort kann man wie gewohnt mit PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlen. Die Abwicklung über Digistore 24 war wie immer angenehm und schnell. Nach der Bezahlung mit PayPal erhält man eine Mail, in der man erfährt, wie man das Plugin kommt. Kurz noch downloaden und man ist im Besitz von Sozi-Traffic. Zu der Installation gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Jeder, der schon mal ein WordPress-Plugin installiert hat, weiß, dass dies keiner großen Kunst bedarf. Die Installation wird wie immer, es auch von anderen Programmen gewohnt ist, automatisch durchgeführt.
In der gewohnten WordPress-Oberfläche findet man es dann als Plugin und man hat Zugriff. Es ist übersichtlich, klar strukturiert und man braucht kein Geek sein, um zu wissen, wo man zu klicken hat. Kampagnen erstellen. Das ist so einfach, wie ich es beschrieben habe und besteht nur aus drei Schritten. Jeder sollte hier imstande sein, diesen zu folgen. Man braucht die zwei URLs und anschließend trifft man noch ein paar Einstellungen über die Werbung an sich, also wann soll Werbung geschaltet werden, wann sollen Pop-ups auftauchen und so weiter. Lohnt es sich? Mein Fazit, ja. Es vereinfacht einfach den ganzen Prozess mit Kampagnen und es ist wesentlich günstiger. Es ist eine einmalige Investition von 54 Euro, die einen aber auf lange Sicht mehr Geld sparen und einbringen wird. Natürlich muss man sich noch um die Inhalte kümmern. Wenn man da den Dreh raus hat und weiß, worauf es ankommt, dann bekommt man mit so viel Traffic definitiv mehr Besucher und mehr zahlende Kundschaft. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.